Hallo. Ja, mein Name ist David Stockenreitner. Ich mache schon seit einigen Jahren Stand-up-Comedy, bin dadurch in Österreich auch schon zu ziemlicher Bekanntheit gelangt. Letzte Woche bin ich zum Beispiel in Wien an einem Tag dreimal auf der Straße erkannt worden. Von drei verschiedenen Personen wohlgemerkt. Und das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Das hat mich so gefreut, dass meine Eltern und mein Großvater geistig noch so fit sind. Ja, und bevor ich angefangen habe, Comedy zu machen, habe ich ja andere Berufe gehabt. Als ich nach Wien gezogen bin, aus meinem Geburtsbundesland, wollte ich eine andere Leidenschaft von mir zum Beruf machen. Ich weiß nicht, ob man das hier in Köln kennt, nennt sich Drogenhandel. Wollte ich machen, ist wahnsinnig schief gegangen. So, ja, leck mich an der Haarwurzel, war das ein Reinfall. Ich habe auch ein paar Fehler gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir nicht extra dafür einen Stand am Wiener Wochenmarkt mieten sollen. Und vor allem hätte ich dort nicht rufen sollen, Rauschgift, illegales Rauschgift. Dann, als das nichts wurde, habe ich gedacht, vielleicht was Kreatives. Dann war ich eine Zeit lang als Freelancer tätig für Werbeslogans. Habe so Werbeslogans geschrieben wie Selbstbefriedigung, es gibt immer was zu tun. Oder Rauchen, bekämpft das Zahnfleisch dort, wo es entsteht. Jetzt mache ich halt Comedy, auch okay. Also, ich mag Comedy. Comedy gibt mir so viel Geld. Es ist wirklich... Ich habe aber nicht nur irrsinnig viel Kohle, sondern auch eine Körperbehinderung. Von Geburt an. Ich kann den rechten Arm nicht bewegen und das linke Bein ist stark eingeschränkt. Entspannt euch, ich habe gesagt, ich habe die Behinderung und nicht ihr. Noch nicht. Die Inkubationszeit beträgt ungefähr eine Stunde. Ich wünsche euch dann viel Spaß am Heimweg. Ich kann den rechten Arm nicht bewegen und das linke Bein ist stark eingeschränkt. Und das ist witziger, als es klingt, weil vor ein paar Wochen hat mich eine etwas angetrunkene Dame auf einer Party gefragt. Du, David, sag einmal, wo hast denn du die Behinderung her? Da habe ich gesagt, die habe ich auf Amazon bestellt. Zuerst wollte ich nur den kaputten Arm haben, aber dann hat Amazon geschrieben, Kunden, die nicht funktionierenden Arm kauften, kauften auch wenig funktionierendes Bein. Und auf dieses wenig funktionierende Bein waren auch noch 50% Rabatt und zu so einem Deal sagt man nicht nein. Weil eine Körperbehinderung ist so ein bisschen wie ein Kind, ist eine Anschaffung fürs Leben. Und daraufhin hat sie mich angestarrt, also geschielt. Und dann hat sie gesagt, wie kannst du so ein kapitalistisches Unternehmen wie Amazon nur unterstützen? Das ist Behinderung ist schön. Trotz meiner Körperbehinderung gehe ich wahnsinnig gern spazieren. Und da möchte ich euch jetzt eine kleine Anekdote erzählen. Immer wenn ich einer Frau nachgehe nachts, weil wir zufällig denselben Weg haben, drehen sie sich ängstlich zu mir um. Und ich verstehe sie auch. Mein Schrittrhythmus ist jetzt nicht gerade regelmäßig. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch in Wien, der es schafft, im Fünfvierteltakt zu gehen. Also es ist eher Jazz. Aber vielleicht hätte ich damit eine gute Chance bei Germany's Next Topmodel. Ja,
Und das klingt dann komisch, wenn ich so gehe und die Frau kriegt Angst. Und wenn man so geht wie ich, dann kommt man auch aus der Puste. Und dann hört diese Frau hinter sich. Fuck. Fuck. Natürlich kriegt die Panik und glaubt, hinter ihr geht Jack the Ripper mit Long-Covid-Symptomen. Ja, dann habe ich mir ihren Pfefferspray aus dem Gesicht gewaschen und habe gesagt, David, so geht's nicht mehr weiter. Jetzt machst du mal Physiotherapie, um dein Gangbild zu verbessern, damit die Frauen sich nicht mehr anscheißen vor dir. Und ich mache jetzt diese Physiotherapie, da bin ich stolz drauf, ich ziehe es eiskalt durch, aber erst seit einer Woche. Das heißt, es hat sich noch nichts geändert und ich gehe immer noch so geschissen. Und die Frauen haben immer noch Angst vor mir. Und das Einzige, was ich jetzt zu meiner Verteidigung und in meiner Panik sagen kann, ist, nein, keine Angst, ich will nichts von dir, ich tue dir nichts, ich tue dir nicht weh, weil ich bin jetzt in Therapie. Mein Name ist David Stockenreitner, ich habe euch sehr lieb, danke.